Westlund, Sie sind nun seit 3 Jahren hier. Als Mrados Lovovich vor einem Jahr ebenfalls hierher verlegt wurde, gab es Bedenken. Stattdessen haben Sie sich angefreundet. Heute dürfen Sie zum ersten Mal unbeaufsichtigt das Gefängnis verlassen. Wir geben Ihnen einen großen Vertrauensvorschuss, Johann. Wenn Sie dieses Vertrauen missbrauchen, wird das schwerwiegende Konsequenzen haben. Lass mich dir was sagen. Was du haben willst, gibt es für kein Geld der Welt. Ich kann nicht zurück. Wenn du dich so entscheidest, ist diese Entscheidung endgültig. Ich weiß, wie wir an einen Haufen Kohle kommen. Radovans Kohle. Es gibt keinen Weg zurück, Johann. Du musst den Sprung auf die andere Seite wagen. Aber unentschlossen dazustehen, funktioniert nicht. Ich kann das nicht.